Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen ist ein wichtiger Standort für die Gamesbranche. 25% der deutschen Unternehmen in diesem Bereich haben hier ihren Sitz, mittlerweile über 200 Firmen. Und auch Weltmarktführer der Branche sind mit Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen vertreten. Ein Blick in die Marktdaten des Branchenverbandes, des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware, zeigt die großen wirtschaftlichen Dimensionen. Wir haben hier mit Umsatzsteigerungen bei Spielen für Computer, Konsolen, Smartphones im ersten Halbjahr 2015 von 3%, ein Aufwuchs auf 534 Millionen Euro zu tun. Und der Branchenverband geht davon aus, dass die Vorjahreszahlen mit immerhin 11% Wachstum noch übertroffen werden. Also ein wichtiges Thema. Und in diesen Beiträgen sind noch nicht die ganzen Umsätze mit den nicht materiellen, also mit den virtuellen Gütern enthalten. Games sind also Entwicklungsfaktor für die gesamte IT-Wirtschaft. Gerade kleine und innovative Start-ups brauchen Unterstützung. Und wir können stolz darauf sein, was hier in NRW läuft, von der Industrie, aber auch auf die Förderkulisse. Um das weiterzuführen, haben wir im Haushalt 2016 den Bereich Games noch zusätzlich gestärkt. Im Einzelplan 2 wurden 250.000 Euro zusätzlich für die Förderung der Computerspielbranche zur Verfügung gestellt. Und auch im Wissenschaftsbereich haben wir wichtige Standortentscheidungen. Ich habe vor wenigen Wochen mit der Kollegin Dr. Seidel das neue Game Lab an der FH Köln besichtigt. Und man kann nur sagen, in Nordrhein-Westfalen kommen jetzt schon und auch in Zukunft viele Talente her, und wir sind Talentschmiede und gut vernetzt in der Welt, ein wichtiger Standortfaktor. Meine Damen und Herren, den wesentlichen Anteil an der Anschubfinanzierung machen in Deutschland immer noch private Geldgeber aus. Das muss man an der Stelle auch betonen. Als Düsseldorfer Abgeordneter fand ich dann auch schon bemerkenswert, dass Großkonzerne wie zum Beispiel die Metro mit ihren Accelerator-Programmen mehrere hundert Start-ups nicht nur kontaktiert hat, sondern regelmäßig zu Wettbewerben einlädt, die besten prämiert und dann fördert. Das ist auch eine wichtige Säule und darf nicht zu kurz kommen. Meine Damen und Herren, alles das macht der Antrag der Piratenfraktion nicht zum Thema. Sie glauben, dass dieses Thema in einer Studie umfassend beleuchtet werden könnte. Sie sagen, es gibt nicht genügend Datenmaterial, weil es auch schon eine Anhörung gab zu dem Thema, an der ich dann auch teilgenommen habe als Stellvertreter im Kultur- und Medienausschuss. Müssen wir sagen, das ist nicht zielführend. Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Und auch ich möchte Ihnen eine gute und erholsame Sommerpause wünschen. Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch bedanken bei den ganzen Mitarbeiterinnen der Häuser, aber auch des Landtags. Und ja, ich denke, dass wir Ihre Arbeit sehr wertschätzen und wünschen Ihnen alle eine erholsame Sommerpause. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Nückel.